Wie gewünscht, so geliefert. Sie hatten uns auch vielfachen Wunsch angeschrieben und haben immer wieder gefragt, AMC, GME, macht mal wieder ein Video dazu. Was ist seit der letzten Prognose dazu passiert? Genau das wollen wir uns heute anschauen. Warum sind wir aktuell sehr, sehr kritisch? Los geht's. Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf, das ist ein weiteres Video der HKC Management. Wir hatten uns am 1.4.2022 das letzte Mal zu AMC und GME, den beiden Meme-Stock-Aktien, geäußert, haben dort eine klare Prognose gezeigt. Das wollen wir heute auch mal ganz transparent darlegen. Wir zeigen Ihnen die Videoausschnitte von vor, was sind 6,5 Wochen ungefähr. Was hatten wir da gesagt zu AMC, was hatten wir gesagt zu GME und wie ist es dann gekommen? Und das schauen wir uns jetzt gleich in der Live-Analyse an. Wenn Ihnen das Ganze gefällt, dass wir heute mal wieder die zwei Meme-Stock-Kings mit aufnehmen, lassen Sie einen Like da. Los geht's. Deswegen ist es normal, dass der Markt jetzt auch wieder ausatmen muss, um in den nächsten Schritt wieder einatmen zu können. Ja? Dieser Bereich, aber auch um das hier ganz klar zu sagen, dieser Bereich hier, den wir sehen, der muss gehalten werden. Er muss gehalten werden, um hier ein langfristig bullisches Bild weiter aufrechtzuerhalten. Also um diese Bewegung hier wirklich auch zu gehen, wenn wir das erleben wollen, dann müssen Parameter, es müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden, um das zu können. Sollte der Markt hier, worst case, um das auch ganz klar zu sagen, sollte der Markt sein altes Tief hier nochmal anlaufen und unterschreiten bei 12,90, dann ist meiner Meinung nach charttechnisch Schicht im Schacht. So rum, Shift im Schacht. Interessantes Wortspiel. Also, herzlich willkommen, lieber Philipp. Danke, dass du uns heute hier wieder zur Verfügung stehst, was die charttechnische Betrachtung angeht, der beiden Titel AMC und GME. Ja, ich hatte ja gerade schon für die Community vorher die Ausschnitte aus den letzten Videos gezeigt, unsere Einschätzung, die klaren Regeln. Wir hatten gesagt, wir haben ganz glasklare Parameter, an die sich der Kurs halten muss. In dem Falle die 12,90 Dollar bei AMC, die gehalten werden müssen, sonst wird es ganz zappenduster. Philipp, die 12,90 sind gefallen. Zeige uns, ob du noch Licht sehen kannst. Ja, danke Philipp. Also wir hatten ja damals diesen Chart gezeigt, wir hatten ja auch dieses Hoch erwartet, ja, und dann auf jeden Fall, dass er mindestens nochmal diese Korrektur macht. Ja. Ich habe den auch so gelassen, das ist einfach so, wie der Chartverlauf jetzt eben war. Mhm. Das hat er alles hier unterschritten, ja, und hat eben hier am Ende des Tages eben auch die 12,90, also den Startpunkt dieser Bewegung eben unterschritten. Ja. Ja, wenn wir jetzt das übergeordnete Chartbild nochmal betrachten, dann ist halt einfach jetzt die Sache so, dass uns einfach schlicht und ergreifend hier der Platz ausgeht. Ja, das ist einfach das Problem. Ja, das war auch der Grund, warum ich das damals überhaupt bei AMC auch gesagt habe, okay, das muss jetzt für den Moment die primäre Erwartung sein, weil mir halt nach unten runter einfach die Möglichkeit fehlt, für diesen Kurs sich eben noch wirklich weiter auszudehnen. Ja, ich habe jetzt noch eine Möglichkeit, allerdings muss ich da ganz klar betonen, die ist halt wirklich sehr fragwürdig, ja, das überhaupt so zu machen, und zwar, weil diese Struktur, die wir hier sehen, ja, seit diesem Low hier hoch, ja, so betrachte, und das ist jetzt hier Daily-Ansicht, das ist halt einfach ganz klar eine dreiteilige Bewegung, also außer es würde sich hier, ich kann das auch mal auf eine kleinere Zeitebene runterstellen, außer man versucht irgendwie hier zwischendrin, ja, in dieser Aufwärtsbewegung, ja, hier noch irgendwie eine 3-4 Geschichte irgendwie zu unterstellen, aber das ist halt sehr, sehr schwer. Ja. Also wir erkläre können das mal bitte für den Laien, da werden viele Leute nicht wissen, was also eine Impuls, also eine Aufwärtsbewegung, ja, die wirklich mit dem primären Trend geht, also mit dem Motiv, mit dem Aufwärtstrend geht, muss fünfteilig sein. Ja. Eine Bewegung, die dreiteilig ist, ist immer eine Korrektur. Ja, fünfteilig bedeutet Welle 1 hoch, 2 Gegenbewegung, 3 hoch, 4 Gegenbewegung. Ist dann dreiteilig, genau. Mhm. Genau. Und ich meine, eine dreiteilige Bewegung kann natürlich den Markt nach oben pumpen. Bestes Beispiel war ja zum Beispiel damals der Bitcoin. Damit kann ja auch sogar neue Hochs erreicht werden. Aber das ist halt eben kein realer Ausbruch. Ja? Der wird dann eben in der Folge mit einem entsprechenden Zusammenbruch eben quittiert. Ja? Mhm. Und danach sieht das halt eben immer mehr hier aus bei AMC. Ja? Also das heißt, ich zeig das jetzt mal kurz, was jetzt hier noch machbar wäre. Und wie gesagt, ich betone das ganz klar, das ist
Also das ist das, was ich das Beispiel schon ein paar Mal gebracht habe. Das ist wie wenn Sie jetzt sagen, ich esse ein Kilo Sauerkraut, nehme noch 500 Milligramm Magnesium, gehe danach joggen und dann Glück auf, wenn das nicht in die Hose geht, die ganze Geschichte. Ja? Und so ist es halt eben jetzt hier auch. Ja? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich versuche von diesem Tief hier bei 1,91 das jetzt mal alles hier anzunehmen, ja, und da habe ich schon riesen Bauchschmerzen mit, dass das jetzt alles hier diese 1 war, also die zwei Geschichten hier, die kommen weg. Ja, so, wir müssen dann davon ausgehen, das ist die 1 und das ist dann alles hier diese Korrektur. Dann müssten wir die jetzt hier aber wirklich endgültig fertig gemacht haben, weil da hat er jetzt hier nochmal top to bottom hier gezogen, das 88,7 Retracement angelaufen und das ist halt hier wirklich die letzte Ausfahrt. Also wenn er da jetzt nachhaltig drunter fällt, dann sehe ich hier wenig, dann ist halt aus vom Chartbild hier, ist das hier erstmal für mich ein absolutes No-Go. Das würde ich dann erstmal hier nicht wieder anfassen, zu sagen, okay, ich versuche da jetzt irgendein Szenario reinzubauen, sondern da würde ich dann wirklich sagen, da muss man dann wirklich mal längerfristig abwarten, ja, was da dann eben kommt. Kann er von diesem Tief aus dann mal eine Impulsbewegung hier etablieren und dann schaut man sich das nochmal an. Ja. Aber okay, das ist jetzt okay, hier mal wirklich... Eine Frage gleich rein, Philipp. Schau mal, du zeigst ja jetzt gerade, dass das bisherige Tief sollte jetzt das Tief bleiben. Ist das so richtig? Also das ist die also letzte Möglichkeit. Also das Tief, was er jetzt die Tage ausgebaut hat, ja, das ist hier bei 9,70 Dollar. Ja. Mhm. Also wenn er das auch jetzt nochmal unterschreitet, dann ist meine Geduld und meine Zuneigung diesem Chart gegenüber dann endgültig erschöpft. Ja. Weil es dann auf Basis unserer Analysemethodik ganz klar zeigt, dass die Wahrscheinlichkeiten, jetzt das bitte nicht sarkastisch nehmen an die Community, aber das wird der gigantischste Anstieg aller Zeiten, die Aktie wird 10.000 und 100.000 Dollar wert sein und wir werden alle reich werden und es gibt den krassesten Short Squeeze der Welt, das wird wieder Kritik geben, aber der Short Squeeze wurde öfters angekündigt, als die Zeugen Jehovas bisher den Weltuntergang angekündigt haben. Ja, und er kam bisher jedes Mal nicht und das muss man einfach mal anerkennen, sich da auch mit der Realität zu beschäftigen und auch hier von, das ist immer unsere Sicht auf den Markt, ganz singulär unsere Sicht auf den Markt und da ist von meinem Kollegen ganz klar die Ansage, wenn es jetzt hier nochmal drunter geht, dann sieht es einfach richtig aus, ganz einfach. So ist es und wir haben halt auch noch ein anderes Problem, ja, ich würde ja noch, wenn wir uns jetzt nochmal das Ganze, ich versuche das hier mal kurz zusammenzuziehen, ja. Ich meine, wenn wir uns dieses ganze Chartbild hier mal anschauen, ja, was diese Aktie hier produziert hat, ja, dann haben wir halt eben auch das Problem, ja, dass mir ja auch selbst, ich würde ja sonst sagen, okay, wir gehen dann nochmal unter 1,91 und bauen da unten nochmal neu auf. Ja. Das Problem ist halt nur das, ja, dass das mit dem Aufbauen, ja, sage ich jetzt mal, unter 1,91 halt aus meiner Sicht dann auch eine exorbitante Herausforderung ist, ja, weil, wenn ich das mal so ansetze, dass wir damals da hier diese 1 ausgebaut haben, das alles eine A war, das eine B war und das die C von dieser 2 quasi wäre, dann sehen wir ja hier, und da habe ich jetzt mal dieses Retracement hier auch angepasst, ja, an dieses Ereignis quasi, an diese Situation, dass wir ja hier damals mit diesem Tief ja das 88,7 Retracement schon massivst unterschritten haben, ja. Also selbst jetzt nochmal ein unter 1,91, wo soll der denn hin, ja, um das dann nochmal aufzubauen? Also das wird, wie gesagt, eine monumentale Aufgabe, die da vor diesem Titel stehen würde, sich dann da nochmal zu recovern. Also es ist jetzt wirklich, wirklich allerletzte Ausfahrt aus meiner Sicht hier, was diesen Chart anbetrifft, wenn das hier tatsächlich noch irgendwie halbwegs was werden soll oder dass man da noch realistisch damit rechnen kann, dass es hier wirklich zu einem nachhaltigen Anstieg kommt. Also ansonsten ist die Aktie entweder dann fundamental begleitend, passiert mit dem Unternehmen noch was, als Beispiel, ja, oder das ist so eine Nummer, zum Beispiel Infineon oder sowas, ja, die Aktie ist damals von über 80 Euro auf 37 Cent gefallen und ist dann da unten ewig rumgekrebst und hat sich jetzt halt auch zwischenzeitlich wieder in der Spitze, glaube ich, über 40 Euro mal erholen können, aber dann ist der Titel halt irgendwann, der ist der Titel halt im Zweifel vielleicht Jahre hier unten und irgendwann kommt der wieder hoch, wenn dann das Unternehmen das auch überlebt, diese Situation, ja.
Also auch da, um das vielleicht hier versöhnlich abschließend zu sagen, ich bin ja selber investiert, nach wie vor habe meine Position nie verkauft bei AMC. Hier geht es mir nicht um Bashen, ja? Also wäre auch das Vorwurf, sonst würde ich diese Videos nicht machen. Hier geht es nicht um Bashen, hier geht es nicht darum, Negativität zu verbreiten. Wir geben hier unsere Ansicht und die wollen Sie sehen, sonst hätten Sie nicht auf dieses Video geklickt. Und unsere Ansicht ist, dass man jetzt hier an dieser Stufe, ja, wir geben dieser Sache sehr viel Zeit, aber da sollte mal was kommen. Und klar, es gibt immer noch die Möglichkeit, bestes Beispiel Infineon, die extrem tief gefallen sind, danach mit einem grandiosen Aufstieg. Muss jeder selbst wissen, wie er damit umgeht. Danke dir erstmal dafür, Philipp. Ich kenne halt aktuell auch die fundamentale Situation bei AMC zu wenig, ja, wie weit die sich jetzt mit ihren Umstrukturierungsplänen und so weiter eben gereift sind. Ja, das ist dann sicherlich da auch nochmal eine Sache, die man dann da eben schauen muss. Aber rein aus der charttechnischen Sicht ist das jetzt hier momentan die Situation, wo ich sage, jetzt ist es noch halbwegs realistisch, dass wir das irgendwie kriegen. Es wird sehr, 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 sehr schwer. Ja? Mhm. Also das ist wirklich Befreiung in diesem wirklich nachhaltige Entlastung erst über 52,79. Ja? Mhm. Also das können wir uns auch mal nochmal vielleicht prozentual angucken, was das auch jetzt bedeuten würde. Ja? Also vom Low braucht die Aktie jetzt einen Anstieg von fast 450%, um sich wirklich mal in ein Terrain zu bewegen, wo man sagen kann, der Abwärtsdruck ist jetzt mal einigermaßen gebrochen. Ja. Okay, also vielen Dank für die Einsicht. Gehen wir direkt mal weiter. GameStop GME, wie ist da die Situation? GameStop Chart, auch hier auf dem Daily. Jetzt werden Sie sagen, ha, GameStop läuft doch immer vor, mag alles sein. Wir als Charttechnischer betrachten und als Elliott Wafer betrachten jeden Wert komplett einzeln. Wir sagen nicht, der eine korreliert mit dem anderen, deswegen muss ich mir beide anschauen. Jeder Count muss einzeln betrachtet werden. Primär, rein von der Struktur aus, wenn wir uns das Ganze hier anschauen, wie das bisher verlaufen ist, sieht das nicht für uns bisher nicht nachhaltig bullisch aus. Ich werde Ihnen aber gleich zeigen, was erfüllt werden müsste, um hier einen nachhaltigen bullischen Count zu haben. Ja, da schauen wir zunächst mal noch auf den übergeordneten Chart. Ja. Den habe ich jetzt auch so belassen, wie er ist, ja, wie er damals auch war. Ja. Da hatte ich eben hier von diesem Low weg diese Alternative hinterlegt, 35%. Das können wir jetzt auch hier komplett vom Chart nehmen. Ich zeige dann auch gleich nochmal das direkte Bild. Ja. Also da bin ich auch wieder zurück in meinem Primärszenario eigentlich, das, was ich da auch von eigentlich ja in GME von Anfang an hatten wir das eigentlich so auf dem Chart, dass wir gesagt haben, wenn er das wirklich sauber zu Ende bringen möchte, ja, dann muss er hier unter das unter dieser $38,50 Marke nochmal, um diese ganze Struktur einmal sauber aufzuräumen und an den Punkt zu kommen, von dem aus wir quasi neu aufbauen können. Hm. Ja, so muss ich man. Wir sind da noch nicht dabei, ja. Aber wenn es so kommen würde, das wäre absolut krass, weil ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, die Leute, die unsere Videos schon lange verfolgen, dieser Chart, ich weiß nicht, wie lange wir es jetzt machen, aber vielleicht schon ein Jahr ungefähr, dass du von Anfang an gesagt hast, Primärszenario unter die 38 oder auf die 38 Dollar und damals noch kommend von, ich weiß nicht, wo wir da standen, irgendwo über $200. Und da haben die Leute uns für verrückt gehalten. Ne? Ich meine, wir sind noch nicht da, aber wenn es so kommen würde, wäre das unglaublich. Aber man muss einfach ganz klar sagen, dass alle Mosaiksteine, die sich seitdem hier eingefügt haben, in dieses Chartbild halt ganz klar das immer genährt haben, diese Erwartung als wie einen direkten Ausbruch eben genährt haben. Ja. Und das haben wir jetzt auch hier nach diesem Anstieg gesehen. Ich meine, der hat zwar dieses Low jetzt hier noch nicht unterschritten, aber er hat es angelaufen, also es ist trotzdem neutralisiert. Also das Tief waren jetzt hier bei 77,77 und das war 77,58. Also das ist nicht mehr realistisch anzunehmen, auch wenn wir diesen übergeordneten Chart hier betrachten. Dann sehen wir es nochmal deutlich. Das hätte er machen müssen. Ja, das hätte hier dieser Fünfteiler sein müssen. Also ja. Ausbruch aus dem Level, also sprich innerhalb des Trendbereiches in Blau, die Trendwende vollziehen. Hätte er ausbrechen müssen. Ja, genau. Und das hat er ja hier eindeutig nicht getan, hat den auch komplett durchlaufen und hat das Ding auch hier bis unten komplett neutralisiert. Ich meine, er hat zwar jetzt faktisch aktuell das Tief der 2 hier noch nicht unterschritten, diese 77,58, aber es ist, da kann ich nicht mehr davon ausgehen, dass das noch eine 1 ist und das noch eine 2 ist. Ja? Also das ist
sehr, sehr unrealistisch, vor allen Dingen, da das auch ein sehr impulsiver Abverkauf ist, der hier runtergekommen ist. Mhm. Also für den Moment ist hier erstmal für mich jetzt das hier mal die weitere Erwartung, die ich hier habe, ja, an dieses Bild. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, was hier in den nächsten Tagen eben passiert. Auch hier, das darf man auch nicht vergessen, auch wenn wir uns das hier anschauen, ja, der ist hier damals eben auch schon mal unter das 88,7 Retracement hier abgetaucht. Ne? Also da ist dann hier drunter, auch wenn er hier runterfällt, am besten wäre wirklich hier irgendwie so einen Doppeltief an der 38,50 zu machen und dann durchzustarten, weil der hat hier, da ist jetzt nichts mehr, was ihn wirklich ihm Halt bieten kann hier unten, ne? Von den Levels. Mhm. Also das wird sehr, sehr schwer. Ja? Und dann würde ihm halt auch die Gefahr drohen, dass er da hier einfach wirklich erstmal in der charttechnischen Bedeutungslosigkeit hier unten verschwindet, ja, der Kurs. Okay, auch ganz klare also, Aussage. Danke dir. Also ich würde hier jetzt einfach im nächsten Schritt, wenn der jetzt von irgendwo hier nochmal einen Fünfteiler etabliert, dann guckt man sich das an und dann wartet man eine Gegenbewegung ab, so wie wir es ja hier jetzt quasi auch skizziert hatten, so eine Situation, wenn das nochmal entsteht, und dann kann man sich das angucken, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist da erstmal hier, ist das alles wieder zurück auf Null, ja. Dann müssen wir jetzt abwarten, was er da weitermacht. Also die Primärerwartung ist für den Moment das hier. Ne? Und das, was hier passiert, bestätigt das auch. Alright, alles klar, super. Danke dir. Schreiben Sie gerne mal in die Kommentare rein, wie Sie die Situation sehen. Grundsätzlich, ich meine, da gibt es ja viele unterschiedliche Sichtweisen, was einen Short Squeeze angeht, was das lange Halten angeht, was die fundamentale Situation angeht bei GameStop. Das war jetzt einfach mal unsere charttechnische Sicht. Wenn Ihnen das Ganze gefallen hat, lassen Sie dem Video gerne einen Like da. Philipp, ich danke dir für deinen Input hier und wünsche gerne, jetzt ein schönes Wochenende. Ciao, ciao.